Und jetzt komme ich nach, oder wie? Noch nicht. Da ist gerade ein Würfel ins Unendliche gefallen. Ja, das sehe ich, aber ich weiß nicht warum. Da fällt dauernd irgendwie ein Würfel ins Unendliche. Ja, den rufe ich ja, den Würfel. Ach, der fällt daneben. Mhm. Ah, okay, verstehe ich. So, das Hellblaue kann da so bleiben, das Dunkelblaue muss jetzt dahin, wo meiner ist. Eine bitte dahin, das andere bitte dahin, du. Du Schwachsinnmacher. So, jetzt habe ich den Würfel. Ich bin Schwachsinnmacher, endlich hast du kapiert. Kann ich jetzt nachkommen? So, und jetzt müssen wir dann. Würfel ist jetzt richtig. Jetzt muss irgendwie. So, oder so. Oder warte. Ach so, okay. Muss irgendwie da hochkommen. Müssen wir jetzt beide. Wo hoch? Da hoch. Und das schaffen wir, indem da ist keine, doch da ist eine Wand. Schieß mal das Portal da. Da und ach ja, genau. So, wir müssen jetzt beide da rein. In diese Brücke. So, wenn ich bei dir bin, dann okay. Komm noch mal raus, wir müssen das ein bisschen höher schießen. Also einmal dahin bitte. So, jetzt gehen wir da beide rein. So. Jetzt musst du dahin. Ja. Wohin? Da unten. Mit welchem? Oder, nee, eher da. Mit da welchem? Mit dem dunkelblauen, was du da hinten hast, das kommt dahin. Ja. Ja, das muss nur ein bisschen früher passieren. Also setz nochmal da. Ja, das muss jetzt auf Zeit passieren, ziemlich schnell. So, da. Dann springen wir beide da rein. Und sobald wir, ja, ab einer Höhe von, jetzt um, ja. Ach, warte mal, ich hab eine bessere Idee. So, jetzt, komm nochmal. Hier runter, ich hab eine bessere Idee. Die dürfte auch einfacher sein. Setz mal einfach dahin. Das dunkelblaue. Ja, nicht ganz. Und das andere dahin. So, jetzt gehen wir beide rüber. Und springen ganz blöd einfach in die Brücke rein hier. Pass auf, da ist ein Laser. Der ist schmerzhaft. Ach nein. Ja, so wäre es einfacher gewesen. Auch nicht vorher raus. Los, nicht vorher raus. Au! Hilfe! Jetzt, komm. Hört ihr jetzt auf? Das ist nicht nötig. Wollt ihr mich damit ärgern? Ja.
Das gehört nicht zum Test. Boah. Das ist furchtbar, dass du die Dinger hier wieder aufmachen kannst. Jetzt geh. Will ich hier nicht haben. Halt dir einen offenen Platz. Aua. So, und jetzt geh in deine Kammer da rein. Ich hau dich nochmal. So, hier. So. Aua. Jetzt geh. Zögerst das hier unnötig in die Länge. Sei doch nicht so ungeduldig. Hier wird immer irgendwas in den Kopf reingesteckt. Gurkenkopf. Ja. Du bekommst immer was hinten rein. Hinternwackler. Spanner. Du bist schon wieder zu geschmeidig wie so ein Mädel vor mir her. Wie gut kennst du Orange wirklich? Vertraust du Orange? Nein. Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Will die uns gegeneinander ausspielen? Ja, weil wir immer menschlicher werden. Ah ja. Ich probier das einfach mal, ich weiß das alles eigentlich nicht mehr. Ach, guck an, hier muss ein Würfel durch. Orange, das hast du genau richtig vorhergesehen. Danke schön. Und du? Spring mal da rein. Lass dich mal darüber treiben. So, wenn du einen Würfel hast, sagst du Bescheid. Bescheid. So, und dann geh wieder in das blaue Ding rein. Siehst du, jetzt habe ich das mit dem Knopf umgekehrt. Jetzt wirst du zu dem Dings hingezogen. So, jetzt kommst du hier raus. Und dann kehren wir das wieder um. Nee, den Würfel brauchen wir woanders für. So, der Würfel. Hä? Ah! Du musst da nicht rein. Drängler. Ich hab dich gedrängelt, du musst da nicht rein. Du hast gedrängelt, du hast mich geschubst. Die hat recht, du kannst mich nämlich nicht leiden. So. Komm einfach hier hin. Der Würfel hat uns das jetzt Orange, aufgebaut. Nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Tja, du hast es gehört. Weine und geh in deine Kammer rein. Ach. Ich bin ihr Lieblingstestsubjekt. Das kommt davon, weil du sie im Singleplayer mal Elke nennst und nicht Gladys. Könntest du bitte aufhören, so komisch vor mir her zu tanzen und dann in deine Danke. Ich wollte dir nur mal meinen Chuck Norris Kick zeigen. So. Chuck Norris Kick? Ja. Aha. Kennst du den noch nicht? Doch. Das ist übrigens das Aperture-Logo, wo wir uns draufdrehen. Stimmt, Orange. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Blue, möchtest du etwas sagen? Wir haben Portalflächen. Stell sich das einer vor. Das muss bestimmt hier lang. Nee. Genial! Ich hab's versucht. Also auf jeden Fall, die Person, die hier die Portale für die Dings schießt, die darf hier nicht durch. Okay, dann schieß mal da und da. So, ja, du wirst sterben. Wenn du jetzt nicht... Ja, du wirst sterben.
Emanzipationsgrill. Das heißt, du müsstest mir dann schießen und ich gehe dann da durch. Dankeschön. Ups! Du weißt, dass es Punktabzüge gibt. Punktabzüge? Ja, Punktabzüge. Was für Punktabzüge denn? Was denn für Punktabzüge? Oh Gott, ich habe da ein schlechtes Gefühl mit diesem Dingen. Da. Oh, ja. Okay, das ist eine... Ja, ich nenne sie mal... Oh. Stachelplatte. Oh. Man sieht auch schön, wie er einen Abgang macht. Okay. Okay, ich hab's jetzt, glaube ich, rausgefunden. Ja, ich hab's jetzt rausgefunden. Schieß nochmal die beiden Portale. Irgendwo erkenne ich das. Die beiden Probleme. Das Problem ist diese Stampfplatte da. Wenn man da nur in die Nähe kommt, registriert die einen und drückt einen runter. Welche Stampfplatte? Diese da oben. Ja. So, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich auf Höhe von diesem Ding bin, da rein und mir die Portale selber schießen. Dann hole ich dich rüber. Aha. So, ich zeig's dir einfach. Ja, ich bin ganz, Ohr. Auge. Zahn. Mund. Nase. Oh. Oh, das hast du gut hingedrückt. Ja, ich muss da nämlich rein. Damit ich da rüberkomme. So, und das Beste an der Sache, du kannst mich nicht töten, weil du keine Kontrolle mehr über die... Ich halte die Klappe. Ich halte einfach die Klappe. Oh nein. Ah, ich bin drüben. Ja, genau das hättest du nämlich machen können. Hab ich aber nicht. Mein einfaches Problem. So, jetzt muss ich für dich die ganze Geschichte machen hier. Ich bin ja ein nettes Kerlchen. Naja. Was heißt hier naja? Wird man nicht hier frech, sonst... Ja, Orange, wir sind allein. Ah, okay. Ich will dich nicht. Furchtbar, wirklich. Böse kleine Maschine. So, jetzt geht er mal rein. Ja, und dann? Du darfst da nicht raus. Ich muss zugeben, mir ist gerade die Maus abgerutscht. Ja, das passiert dir nur mit Perix-Mäusen. Ich sag dazu jetzt mal nix. So, jetzt geh in diesen Strahl, der da runter geht. Bist du drin? Gut. Nee. Dann... Oh, nee. Auf jeden Fall musst du in den Strahl, der da runter geht. Lustig, wie du immer die Beine bewegst. Diese Brücke zählt übrigens offiziell als Fliegen, deswegen kannst du gut rücken, während du da drin unterwegs bist. Jetzt musst du mal da ein Portal schießen. Warum sollte ich da gut rücken? Ja, dann machst du eine lustige Fluggeste. Aha. Und da. So, und jetzt kommst du hier rüber. Einfach nichts machen. Ich hab gesagt, einfach nichts machen. Was passiert, wenn Andis nicht zuhören? Das musst du früher sagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon versucht, rüber zu springen. Sich einfach treiben lassen. Das kann ich nicht. Da bin ich einfach zu hibbelig für. Hui! Jetzt wieder da und da oben. Und jetzt einfach dadurch treiben lassen. Probier's gar nicht erst. So, jetzt machst du nämlich, im Flug machst du da nämlich, ich zeig's auch mal eben, eine Fluggeste. So, dann komm mal hier durch. Ja, ich sehe euch. Blue, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen.
Die will uns echt gegeneinander ausspielen. Ja. Die wird uns aufhetzen. Man merkt es. Ja, weil die es einfach nicht begreifen kann, wie zwei Testsubjekte zusammenarbeiten. Wo soll das noch hinführen? Furchtbar. Aber wir machen doch das schon, was sie gerne möchte. Du tötest mich doch oft genug. Ich bin trotzdem schöner hier als sie. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Du bist tot. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Okay. Jetzt bist du tot. Ach, sehr ruhig. Ja, Orange. Blue hat sich wirklich wie ein Dummkopf benommen. Du auch. Bist auch ruhig. Geh mal rüber, da. Das Ding rein. Ich habe keine Ahnung, wie du das anstellst. Wie kommst du da rein? Das frage ich mich auch gerade. Kannst du irgendwie da zu dem Knopf hingehen? Ich will mal gerade gucken, ob da irgendwie... Das stimmt, Orange. Es war unterhaltsam. Ich habe gar nichts gesagt. Übrigens. Du musst das irgendwie schaffen, da reinzugehen. Ja, das ist mir auch klar. Aber frag mich nicht wie. Weiter bin ich hier leider auch nicht. Hier ist eine Glasscheibe. Ich bräuchte eigentlich ein zweites Portal, dann könnte es funktionieren. Ah! Was denn? Da komme ich wenigstens wieder rüber. Ah! Genau, geh mal rüber. Ich glaube, ich habe gerade die gleiche Idee. Weißt du was? Ich lass dich einfach mal machen. Ja, aber ich kann mir... Ah, doch, klar. So. Oh, dann muss ich dich vielleicht umkehren. Bleib mal da stehen. Mach mal da und da. So. So, und dann musst du mal auf den Knopf, glaube ich, drauf. So, was macht er jetzt? Was macht der Knopf jetzt? Da oben ist was aufgegangen. Da kann ich jetzt ein Portal hinschießen. Guck. Wo? Da oben. Hier hinten. Was bringt das? Wo kannst du jetzt? Da oben, wo du gerade durchgeflogen bist. Ach so. Dann glaube ich... Aber wo müssen wir denn hin? Tja, wir müssen beide dahin. Da oben rein. Wenn ich jetzt... Ich gehe nochmal eben rüber. Ich kann ja jetzt nicht... Ja, dann ist das Portal wieder weg. Was macht denn... Problem ist, ich kann... Das bringt dann auch nichts. Doch. Das Problem ist, ich kann hier ja nicht rein. Du, doch klar, du kommst da oben rein. Du müsstest dich da drüber treiben lassen im Prinzip. Ja, ja, aber wenn ich hier durchgehe... Idee. Haben wir irgendwo einen Würfel? Ich habe eine Idee. Jawohl. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe mich einfach durch das Portal geschossen, was du da aufgemacht hast. So, jetzt musst nämlich du einfach mal rüberkommen. So, dann kann ich nämlich... Ja, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich komme jetzt hier gar nicht weg. So, ja, dann musst du dich, glaube ich, mal töten. Ja, mit Sicherheit. Ja, ich kann sonst keinen... Ich kann sonst nichts machen. Du musst dich jetzt mal töten, leider. Da musst du auch nicht drüber lachen. Geh einfach ins Wasser.
Mörder. Krimineller. So. Dann stellst du dich Verbrecher. Jetzt mal auf den Knopf. Auf den da unten. Irgendwie ist das gerade, ging das gerade, dass dieser Emanzipationsgrill ausgeht. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. So? Ich komme nochmal eben runter. Geh nochmal runter. Ah, super. Schieß mal ein Portal da, während du nicht auf dem Knopf stehst. So. Dann schieß mal das zweite da. Sobald ich jetzt da drin gelandet bin, oder kehr das schon mal um. Geh schon mal auf den Knopf. So. So, wenn ich jetzt bei dem Knopf bin, kannst du da rauskommen. So, und dann schießt du ein Portal da und ein Portal da. Ja. Ja, und jetzt gehst du auf das Katapult. Au. Ja, wieso bist du da nicht durchgekommen jetzt? Warte mal. So. Du? Nein! Och, Andi. Die Klappe ging weg. Ja, du musst da von der Klappe runter. Was muss mir einer sagen? Ich kann den Held sehen. Ja, ist egal, du kannst trotzdem nochmal durch. So, geh jetzt mal von der Klappe runter. Nicht da runter. Einfach nur den Weg zur Tür. Einfach da oben hast du jetzt eine Ebene, wo du dich drauf bewegst. Ja, das ist mir klar. Das ja, warum springst du denn dann runter? Ich bin nicht runtergesprungen, ich bin runtergefallen. Sei nicht zu faul, geh den längeren Weg. So, bin bei der Tür. Ja, du musst mir jetzt da, also geh jetzt mal da, nicht da runter, da siehst du ja jetzt, ist der Vorsprung, wo du dann da ein Portal schießen kannst. So. Da ein Portal schießen. Wie will ich denn da unten reinschießen? Da unten reinschießen kannst du, indem du ganz an die Wand gehst und dich bückst. Also ganz da an die Wand. Meinst du da unten rein? Nee, du musst da hinten in die Ecke, da wo die Lampe ist. Wo ich jetzt gerade hinpointe. Da gehst du ganz in die Ecke. Ganz in die Ecke da rein. Du bist in der falschen Ecke. Da, wo ich hin zeige. Du zeigst doch in die Ecke. Nee, ich zeig dir da. Du zeigst mir hier oben an die Decke. Ja, ich zeig dir jetzt den Weg, wo du lang gehen musst. Du gehst da in die Ecke. Ja. Damit du da ein Portal schießen kannst. So. Dann schießt du dein zweites Portal da. So, den Rest erledige ich jetzt. Warte. Okay, passt. Kannst du mir ein Portal da schießen? Nicht ganz. Da musst du wieder da hingehen.
Ja, und das andere muss da in den Dings rein. Du verwechselst gerne mal die Tasten, kann das sein? Nicht ganz. Kommt noch nicht raus. So. Na super. Du bist ein Typ. Jetzt hänge ich hier fest. Guck mal, das sieht lustig aus, wie der da hängt. So, jetzt schieß mal richtig das Portal. Und jetzt lass das mal so. Passt. Jetzt können wir durch. Eieiei, du hast ja wieder gebraucht. Ich habe zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Ja, du bist ein Verräter. Eure Gehirne sind zu winzig für hier. Diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Jetzt geh weg. Geh in deine Kapsel, wir sind schon bei 50 Minuten. Komm, sonst wird meine Festplatte voll. Dann kauf dir eine größere. Ja, hab ich ja vor, aber im Moment habe ich nur 300 GB zum Aufnehmen. Der Julian hat immer noch eine 20 GB Festplatte, muss man bedenken. Nein, ich habe 1 TB, aber der Rest ist mit normalem Zeug voll.